Jetzt gerade im Zug auf Weg nach Passau, wieder bei der Neubürger da, das ist die Gastfreundlichkeit, was eben ausgenutzt wird von solchen Personen, der stellt sich da einfach her und behindert den ganzen Zug nach Passau. So schaut es bei uns in Deutschland aus. Das sind diese Neubürger. Ja, ja, kein Wort Deutsch sprechen können. So, und was die größte Sauerei ist, unsere Bahnbediensteten stehen alleine da, keine Polizei als Begleitperson. Das ist der Wahnsinn, was hier läuft. Das kommt mir richtig schön raus. Ja. So, jetzt stehen wir da und können wir nicht weiterfahren. Keine Polizei im Zug. Das ist Deutschland, das ist unser tolles Deutschland, das ist die Gastfreundlichkeit von solchen Neubürgern daran. Ja, ja, ja. Da schau, was ist denn los? Was soll das hier? Ja, 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 ja. Das ist Wahnsinn. Jetzt stehen wir schon mittlerweile 8 Minuten daran. Das ist ja nicht mehr normal da und oder? Was sagen denn Sie? Woanders? Red Deutsch mit mir. 15 Euro, ja, freilich. Ihr kriegt schon Bürgergeld und alles. Was wollt ihr denn noch von uns? Zurück meine Geld. Nein, das stellen wir zumindest nicht, dass mal die Leute sehen. Das ist das. Und wenn man sich mal aufregt, dann ist man dann ausländerfeindlich. Das muss man sich mal vorstellen daran. Unglaublich. Irre sowas. Das muss man sich mal vorstellen. So läuft es bei uns ab. Wir haben ja schon öfters, ich bin ja vom Landtag bis zu, wir haben schon öfters gefordert, dass da ein Begleitpersonal in den Zügen dabei ist. Nichts ist los. Und da geht es dann los mit solchen und Messerstechern. Und so kannst du dann abfinden. Und unser Bahnpersonal kann sich mit solchen Leuten rumstreiten. Da, der blockiert den Zug. Keine Polizei am Bord. Nichts ist los. Geh mal raus, wir möchten mal weiterfahren. Aber wow, genau. Hey, raus jetzt daran! Was ist das? Das ist Behinderung. Hey, was ist denn los?